Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Saubazi. Herzlich willkommen bei AGF Radio TV. Ja, was für ein Wochenende. Wir waren gestern auf dem Waldpogo. Deswegen, wenn ich auf die Uhr gucke, die News werden nicht um 20 Uhr kommen. Dafür schon mal Entschuldigung. Ja, und außerdem Rock am Ring. Beendet, jede Menge neue Flutopfer in ganz Deutschland bzw. in allen Städten verteilt. Das hat zwei Hörer von uns ganz persönlich getroffen. Die haben nämlich einiges an Hab und Gut verloren und dafür wurde ihnen ein Spendenkonto eingerichtet. Falls ihr Lust habt und falls ihr vielleicht den ein oder anderen Euro zu viel übrig habt, dann könnt ihr mal auf die Seite von ihnen gehen und eventuell eine Kleinigkeit spenden. Natürlich aber auch an alle anderen Organisationen, die Flutopfern helfen. Und Spendenthema, da geht es dann auch gleich los mit. Ja, und zwar ist der Krawallbär wieder da. Nach einem Jahr Abstinenz gibt es jetzt zwei neue T-Shirts zum Kaufen im Online-Shop. Seit heute 15 Uhr und bis 19.06. könnt ihr die neuen Krawallbär-T-Shirts erwerben. Die Erlöse gehen wie immer ans Kinderhospiz Bärenherzen. Also wie immer eine gute Sache, die absolut unterstützenswert ist. Und wenn ich mit den News fertig bin, werde ich mir auch gleich ein T-Shirt bestellen. Ja, und noch eine Aktion gibt es von der Wilden Flamme. Das vierte Mal mittlerweile sammelt die Wilde Flamme Geld. Also wenn ihr die Single kauft, auch hier tut ihr was Gutes. Ist seit Freitag käuflich zu erwerben. Betontod, die sind jetzt bei Rising Empire unter Vertrag. Was jetzt mit Better Than Hell passiert, weiß, glaube ich, keiner so genau. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Auf jeden Fall haben sie ein neues Album angekündigt mit dem Namen Revolution. Und das Evol ist so Richtung Love geschrieben. Also seht ihr ja hier sowieso. Darüber hinaus wird es eine Tour geben und die Termine dazu sind auch schon veröffentlicht. Ja, die jungen Römer hatten angekündigt, dass sie im Mai ihr neues Album herausbringen wollen. Jetzt ist Juni und es ist immer noch kein Album da. Aber sie haben sich bei Facebook gemeldet. Bitte um Entschuldigung, sowas kann sich halt immer mal verzögern. Als kleiner Vorgeschmack wurde jetzt eine Preview hochgeladen, in die man mal reinhören kann, wie sich das neue Album Albträume denn so anhören kann. Und laut Facebook ist es auch mittlerweile im Presswerk, also kann nicht mehr allzu lang dauern, bis wir das Album in den Händen halten dürfen. Ja, und ein YouTube-Video, also in Farbe und Bunt, kann ich euch hier zeigen. Und zwar den EM-Song von Hunger X im Fieber heißt der. Ja, wie gesagt, Video ist draußen, ist eine Single und alle Informationen, wie immer, unten. Glück für alle D-Netz-Kunden auf der GOND. Vodafone und die Telekom haben in Zusammenarbeit mit der GOND ein Konzept erstellt. Also es werden auf jeden Fall mehr Sendemasten aufgestellt, denn die Handy-Empfangsqualität in Riedenkreuth war ja jetzt immer nicht so berauschend, was aber auch kein Wunder ist, wenn so viele Menschen auf einem Haufen sind in einer eigentlich so dünn besiedelten Gegend. E-Netz-Kunden, die müssen sich dann wohl über mobilen Hotspot bei ihren Freunden einlisten oder aber, wie es bei Facebook bei uns in die Kommentare geschrieben hat, Handy aus, Festival genießen und Mutti einfach nur kurz Bescheid geben, wenn man angekommen ist. Ja, eine kleine Neuigkeit von Wiens Nummer 1 haben wir da. Und zwar sind die mit Tommy Lee auf einem Foto zu erkennen. Tommy Lee, kurze Erklärung, das war der Support bei der Seiler und Speer Tour. Also auch richtig schönes österreicherisch, aber das passt ja natürlich zu Wiens Nummer 1. Sie lassen uns so ein bisschen im Dunkeln stehen an Informationen, aber wenn es da was Neues gibt, erfahrt ihr das selbstverständlich hier. So, kommen wir noch zu den Festivalbestätigungen. Ich, alter Lümmel, vergesse jedes Mal das Pfeffelbach Open Air. Das ist keine böse Absicht, sondern aus irgendeinem Grund übersehe ich es immer. Da wurden noch bestätigt die Heiligen Brüder und Herzlos. Damit ist das Line-Up für das Pfeffelbach Open Air fertig, denn die T-Shirts wurden auch schon vorgestellt. Darüber hinaus wurden Vollblut auf dem Pogo Festival bestätigt. Das war's mit den Festivalbestätigungen. Kommen wir zu den Terminen. Am 10.06. spielen Delirium auf dem Truck and Bike Weekend und am 11.06. sind Sterilium im Mediamarkt in Schwäbisch Hall und spielen ein paar Töne für euch. Und das wär's auch schon an Terminen. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Gut, Touren sind vorbei, Festivals stehen gerade keine an.
Sollte euch dennoch ein Termin fehlen, dann nutzt entweder die Termineintragungsfunktion auf unserer Homepage oder aber ladet mich bei Facebook zu sämtlichen Veranstaltungen ein. Mein Profil ist unten verlinkt, damit ihr mich schön alle zur Veranstaltung einladen könnt, zu denen ich dann eh nicht kommen kann. Ist ja auch wurscht. Und damit wären wir auch schon am Ende. Tut mir leid, dass es zu spät gekommen ist. Tut mir leid, dass ich irgendwie heute Bananen im Kopf bin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ihr fühlt euch trotzdem ausreichend informiert. Falls ja, dürft ihr uns gerne einen Daumen nach oben geben. Falls nein, schreibt uns in die Kommentare, warum nicht. Denn Kritik muss ja auch mal sein, falls euch was nicht gefällt. Ansonsten werde ich jetzt die News schneiden. Dann werde ich sie hochladen und dann werde ich wieder ins Bett gehen. Puh, anstrengendes Waldpogo. Naja, habt noch einen schönen Sonntagabend, einen guten Start in die Woche und wir hören uns am Dienstag zu meiner Sendung und sehen uns allerspätestens nächsten Sonntag wieder. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.